allerdings nicht vorstellen kann, dass Mandy so schwer ist. Aber gut, wenn es da auf der Ware steht, wird es sein. Und meine Antonia ist 51 cm groß und wiegt 1970 Gramm. So. Die sechste Frage ist, Wach- oder Schlafbaby? Also ich habe 4 wache Babys und 8 Schlafbabys. Siebte Frage ist, Haarfarbe bzw. Augenfarbe, wenn man ein waches Baby hat. Okay, also Antonia, Timmy und Michel haben blonde Haare. Silvi, Mandy, Jasmin und Tamara Marie haben rotes Haar. Silvi hat blaue Augen. Mandy hat braune Augen. Meine Annika hat rotbraunes Haar, würde ich mal sagen. So richtig sicher bin ich mir da allerdings nicht. Und meine Lea, Anna und meine Felina haben braunes bis dunkles Haar. Okay. Achte Frage ist Kleidergröße und Windelgröße. Also meine Felina ist ja ein Frühchen, müsste ja jetzt jedem klar sein. Und sie trägt deshalb Frühchenkleidung. Die man, glaube ich, im Internet kaufen kann. Ich weiß es aber nicht. Ich habe es nur mal gelesen, dass man Frühchenkleidung im Internet bestellen kann. Oder halt hier Sachen von der Babyborn. Von der Babyborn halt Kleidung. Also entweder Frühchenkleidung oder Sachen von der Babyborn. Zumal ich aber sagen muss, es passt ja nicht jede Kleidung von Babyborn. Da gibt es wohl auch Unterschiede. Naja, gut. Und natürlich trägt Felina dann auch Frühchenwindeln. Es gibt ja Frühchenwindeln zu kaufen, die kann man im Internet bestellen. Ich habe aber noch keine Frühchenwindeln gekauft, also ich tue jetzt Felina nicht wickeln, aber ich habe vor, mir irgendwann mal Frühchenwindeln zu kaufen. Aber ja, okay. Felina trägt also Frühchenkleidung und Frühchenwindeln. Meine Mandy, Anna, Antonia und Michel tragen Größe 50. Bei Michel bin ich mir noch nicht so sicher. Also manchmal passt er in die 50 und dann sieht wieder sehr riesig aus. Also das muss ich noch ein bisschen herausfinden. Michel habe ich ja auch noch nicht so lange. Auf jeden Fall Größe 50. Und die Windelgröße 1 tragen die 4. Obwohl Antonia passt auch schon in die 2. Aber meistens ziehe ich ja halt die 1 an. Gut. Meine Anna und Timmy haben die Kleidergröße 56 und die Windelgröße 2. Meine Silvi hat Kleidergröße 62 und trägt die Windelgröße 3. Tamara Marie, da bin ich auch noch ein bisschen ausprobieren, was Kleidung angeht. Die trägt meistens 62 bis 68 und Windelgröße 3. Ich habe auch noch meine Annika probieren, aber 68 passt ja meistens ganz gut und sie trägt die Windelgröße 4. Neunte Frage ist, man knetet Schnuller, ja oder nein? Also Annika und Silvi und Mandy haben keinen Magnetschnuller und Timmy, Michel
Felina, Anna, Lea, Antonia, Tamara Marie und Jasmin haben einmal Schneeknuller. Ich hoffe, ihr steigt irgendwie durch mit den Namen. Ich werde auch irgendwann noch Detailvideos mal hochladen, aber das. Ich muss ja erstmal drehen. Ich habe ja auch schon ein paar gedreht. Aber ja. Okay. 10. Frage ist: Lieblingsschnullermarke. Also, ich habe 2, die so eigentlich auf. Ja. Nope. Gleicher Höhe sind. Und die DM-Eigenmarke. Ich finde, DM hat auch ganz schöne Motive auf den Nuckeln und sind natürlich günstiger als die Nuck-Schnuller. Und deshalb ist das für mich ein Favorit, weil ich der Meinung bin, man muss für Reborn nicht so viel Geld ausgeben. Also klar, man kann auch gebrauchte Nuck-Schnuller sich ersteichern und die dann machen, aber ja, von Nuck, die finde ich auch sehr schön, aber da bin ich gerade dabei, ein bisschen wegzukommen, beziehungsweise mir nur noch gebrauchte Nuck-Schnuller zu kaufen, weil für ein Reborn-Baby muss man nicht so teure kaufen. Aber gut. Also Nuck und DM, das sind so meine Lieblingsschnullermarken. Ja. Okay. Welche Flaschen verwendest du am liebsten? Also am liebsten habe ich die von DM. Am liebsten mag ich die von DM. Diese Flaschen. Ja. Und als zweites halt die Nuck. Flaschen, aber am liebsten habe ich die von DM, weil die einfach von Sauger anders sind und ja, die gefallen mir einfach irgendwie besser. Ja. Welche Windelmarke verwendest du? Also ich bin ja ein bisschen am rumprobieren und aber ich habe ja jetzt schon Windelgröße 1 und Windelgröße 2 abgeschlossen mit dem Test und Windelgröße 3 eigentlich auch. Und da kann ich euch ja sicherlich schon mal sagen, wo so meine Richtung ist. Also Pampers mag ich sehr gerne, weil ja ab Größe 2 wirklich ein schönes Motiv hat. Von Pampers die Baby 3 mag ich da meistens immer sehr gerne. Und als zweites bin ich, mag ich so die DM-Marke, weil die eigentlich eine ganz gute, günstige Alternative sind zu Pampers und ja, das reicht auch für Reborn. Und Pampers und DM liegen bei mir ganz vorne. 13. Frage ist: Wie sieht deine Wickeltasche aus? Welche Marke? Also die Marke ist von Baby Luxus. Die habe ich mir über eBay gekauft. Einerseits, weil sie mir von Design gut gefallen hat. So schaut die halt aus. Und andererseits, weil sie halt als groß angepreist worden ist. Ich muss sagen, ich finde sie immer noch toll vom Aussehen, aber ich habe sie noch nicht mal ein Jahr und jetzt ist der Reißverschluss kaputt. Und das finde ich natürlich nicht sehr schön. Zumal ich immer sage, ich habe da jetzt ja nur meinen eigenen Kram und ich benutze die ja nicht so oft und mache die nicht so oft auf und zu, wie man es vielleicht beim richtigen Baby machen würde. Und da ist es eigentlich für mich sehr schlecht, wenn der Reißverschluss noch nicht mal nach einem Jahr kaputt ist. Gut. Und dann finde ich es auch, die ist jetzt nicht groß. Also ich würde die jetzt nicht als groß bezeichnen. Zumal es noch nicht mal ein extra Fach für diese Wickelunterlage gibt, die noch dazu war. Die muss man dann praktisch hier in das große Fach mitstopfen. Und das ist dann, nimmt die Wickelunterlage schon so viel Platz weg. Also ich werde mir bald eine neue kaufen.
Aber ich denke mal nicht wieder vom Baby Luxus. Wie gesagt, was mich ein bisschen damals bewogen hat, diese Tasche hier zu kaufen, war erstens, weil es halt schön aussah. Es war mal ein Blickfang und das sieht man nicht so alltäglich. Und zweitens, weil sie eben als groß angepreist worden war und ich das, deshalb habe ich sie gekauft für 35 Euro oder so oder 40. Auf jeden Fall für den Preis würde ich sie mir nicht mehr kaufen. Schon gar nicht, wenn sie noch nicht mal, also sie ist ja noch nicht mal ein Jahr alt und ist schon wieder kaputt. Also da habe ich schon billigere Taschen gehabt und die waren nicht so schnell kaputt. Also, wie gesagt, im Moment ist es noch die Wickeltasche von Baby Luxus. Aber ich werde mir bald eine neue kaufen, weil was soll ich mit einer Tasche, die einen kaputten Reißverschluss hat. Klar, ich könnte mir einen neuen einnehmen, aber das ist nicht mein Sinn der Sache. Die Sachen sollen ja auch eine Weile halten und nicht gleich kaputt gehen. Okay, auf jeden Fall. Das war jetzt meine Wickeltasche. Also, und es ist auch eine richtige Wickeltasche. Aber das müsste ja jetzt schon klar sein. Ja. Dann, 14. Frage ist, was ist dein Must-Have, also mein Muss, worauf du nicht verzichten kannst? Ja, können oder... Klar kann man darauf verzichten, aber ich fasse die Frage mal jetzt so auf, worauf ich nicht verzichten will. Also, ich finde, man sollte, oder für mich ist ein Babybett oder meineswegen auch ein Laufstall, wo die alle drinnen sitzen können, das ist für mich ein Muss. Selbst wenn ich jetzt in eine kleinere Wohnung wieder ziehen würde, da müsste die Wohnung so geschnitten sein, dass halt noch Platz für ein Bett sein sollte, für das Babybett halt, weil das ist wirklich das, worauf ich nicht verzichten möchte. Dann finde ich noch eine Kleidung. Man muss jetzt nicht so viel Kleidung haben, aber ich finde, so dass man vielleicht ein, zwei Kleiderstücke hat. Man muss nicht so viele Kleidungsstücke haben wie ich. Aber ich finde, Kleidungsstücke sollte man schon haben oder ist für mich ein Muss. Dann, aber da könnte ich notfalls auch noch drauf verzichten. Also, ich könnte auch mit einer Wechselkleidung leben. Wie gesagt, irgendwann müssen die Kleider, die sie am Leib haben, ja auch mal gewaschen werden, weil durch Staub oder so bleibt es nicht aus, dass man die irgendwann mal waschen muss. Und da will man ja die Puppen dann nicht nackig sitzen haben. Das ist ja dann auch nicht schön. Okay. Und dann habe ich hier noch stehen Windeln. Obwohl ich da notfalls auch drauf verzichten könnte, wenn ich jetzt nicht das Geld dazu hätte oder so. Dann könnte ich darauf auch verzichten. Aber im Moment will ich nicht darauf verzichten. Und was ich auch noch muss finde, ist der Reborn-Duft, den man auf diese Babys entweder sprüht oder halt tröpfelt, so dass er halt nach Babys riechen. Und damit kommt man ja übelst lange hin. Jedenfalls finde ich das. Ja. Also, wie gesagt, Kleidung und Windeln könnte ich notfalls darauf verzichten. Aber auf Babybett und den Reborn-Duft würde ich nicht verzichten. Also das müsste dann schon sein. Ja, aber ansonsten sind halt die vier Sachen. Wie gesagt, wenn ich mir jetzt Kleidung und Windeln nicht mehr leisten könnte aus irgendeinem Grund, dann wäre es halt nur noch das Babybett und der Reborn-Duft. Babybett ist ja schon da und Reborn-Duft kostet nicht die Welt. Von daher ist das, denke ich mal, drinne. Okay.